Hallo zu Resident Evil 4. Den letzten Part haben wir am unteren Ende dieser Treppe begonnen, aber dann noch mit Ashley, die uns ja leider wieder abhanden gekommen ist. Und ich befürchte, dass wir sie dieses Mal nicht so schnell wiederfinden werden wie beim letzten Mal, wo sie uns ja nur weggelaufen ist, denn dieses Mal wurde sie entführt von einem der riesigen Diener von Ramon Salazar. Bevor wir uns jetzt aber auf die Suche nach ihr begeben, wieder einmal, ist Leon hier noch beschäftigt, die Bibliothek und das Mausoleum von den ganzen mit Plagas verseuchten Ritterstatuen zu reinigen. Das ist mir ein gewisses Herzensanliegen, weil diese Ritter haben die arme Ashley ziemlich in die Mangel genommen. Außerdem haben wir ja auch den Auftrag des Händlers bekommen, einen stärkeren Ritter zu besiegen. Und das werden wir natürlich dann auch gleich jetzt machen. Ich hoffe halt nur, dass das Ding mich nicht umbringen wird, weil... Wenn ich mich zurückerinnere an den Hund im Dorf, der hat halt echt viel können. Bist du gelähmt? Ein Angriff von dem und ich war rot. Ich meine, wir haben Heilung. Ein bisschen. Und wir haben auch gut Munition und Waffen. Wir haben eine schwere Granate und ich habe mir auch noch jetzt Offcamp 2 Blendgranaten hergestellt für den Fall der Bälle. Also, das, was das angeht, müssten wir es eigentlich in den Griff kriegen, aber ist halt die Frage, ob wir doof getroffen werden und so weiter. Also wir werden es mal sehen und dann, ja, schauen wir mal, ob wir das überleben. So. Okay, und da steht er auch schon. Aber so wie ich das sehe, dürften das nur die drei sein. Oh Gott! Aber es reicht, es reicht, es reicht, dass das die drei sind. Hey, aber wenigstens sind wir nicht gleich rot geworden. Das ist ja schon mal was. So, und da... Erst, komm schon, Leon, renn nicht an ihm vorbei! Aus dem Weg! Okay, nur nicht... Nur nicht hektisch werden. Aber was drück ich? Okay. So, gut. Jetzt eine Blendgranate, damit wir mal die zwei Kleinen loswerden. Geht aufs Haus. Ja, oder zumindest einen. Gut. So, jetzt ist nur noch der große goldene Dude übrig. Was kann denn die Striker eigentlich? Schnell ist er jedenfalls. Schneller als die anderen.
Ach, ich muss hinter ihn kommen irgendwie. Oh, sehr schön. Now we're talking. Ah, crap. Da bin ich jetzt nicht schnell genug weggelaufen. Egal, wir haben Heilung. Wir haben Heilung. So, machen wir mal schauen, was die gute große Granate eigentlich kann. Na, sehr schön. Die hat den Helm gleich einmal weggesprengt. Okay. Tschüss. Okay, das war jetzt weniger dramatisch als der Colmillo, meiner Meinung nach. Aber wir sind halt jetzt schon bei Weitem mehr ausgerüstet, haben mehr Leben und ja. Also der war jetzt nicht so schwierig, finde ich. Meine Güte, was kriegen wir denn hier alles? Ich meine, ich nehme es dankend an, weil jetzt habe ich eh schon wieder einiges verballert hier. So, kommen wir hier auch durch? Oder ist das nur für Ashley gedacht, der Weg da nach hinten? Kann ich die denn irgendwie zerstören? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, da nach hinten kommen wir nicht mehr. Ich meine, es ist eh nichts mehr dort, was eh gut ist. Aber ich glaube, das war's. Naja, dann auf zurück zum Händler. Einmal unsere Spinelle abholen und schauen, was es halt sonst noch so gibt. Aber den Weg zurück durch die Bibliothek erspare ich euch jetzt, weil da ist jetzt eh nichts mehr Neues. Ritter haben wir alle jetzt besiegt. Wir sehen uns beim Händler wieder. No. Bis gleich. Und da wären wir auch schon. So. Gute Arbeit. So, mal die Rattenmission, gut. Und die Rittermission, sehr schön. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. So, jetzt könnten wir natürlich auch das Sturmgewehr mal pushen. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Angriffskraft mal 3 gegen Schwachpunkte. Uiuiuiuiui. Aber ich werde die Stingray jetzt nochmal fürs Erste behalten, glaube ich. Ich meine, ich werde das Sturmgewehr jetzt nicht verkaufen, auf gar keinen Fall. Aber ich werde jetzt noch bei der Stingray bleiben. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, 28 Spinelle haben wir. Oh, und den Goldlux, da können wir was einsetzen. Wäre das dann alles? Stirb! So, Dalle, gut. Er hat 2 runde und einen eckigen Stein. Also 3 Farben. Ach, den roten Beryl hebe ich mir eigentlich lieber auf, weil der ist halt urselten. Obwohl. Ach, hau mal rein. Gut, auch wieder 45.000, sehr schön. Mir da draußen nicht weg, haha, willkommen.
Danke. Gut, tunen. Was können wir tunen? Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. So, bei der Striker mal Magazingröße und Feuerrate auf Stufe 4. Und damit sind wir eh schon wieder blank. Das Sturmgewehr werde ich allerdings jetzt inzwischen einmal ablegen. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas. Komm jederzeit wieder. Gut. Passt. Viel Munition haben wir ja jetzt nicht, ne? Mehr. Stellen wir mal ein bisschen was her. Soweit es halt geht. Gut, dann geht's weiter. Verlassen wir jetzt hier die große Halle mit der Chimärenstatue und gehen endgültig weiter, weil wir müssten hier jetzt alles haben. Es sollte nirgends mehr was herumliegen. Keine Schätze mehr. Und auch sonst nichts. Gut, passt. Weiter geht's. Was ist denn das Ekelhaftes? Das riesige Pilze? What? Es nimmt kein Ende. Na schön. Scheiß Ungeziefer. Ja, meine Rede. Supi. Cool, jetzt haben wir es auch noch mit Rieseninsekten zu tun. Aber die Red 9 macht recht guten kurzen Prozess mit denen, ne? Warte, da muss irgendwo ein Schatz sein. Ist der drinnen oder draußen hier? Hier ist er, passt. Ach, wieder mal ein silberner Shithorn. Okay, das dürfte jetzt so ein Auffüllraum sein hier, ne? Mhm. Wirkt sehr danach. Magnum-Mumie, ui. Eine riesige Uhr. Chroniken der Arbeit 1. Juli, 2 Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabener Herr und Gebieter, hat mir die wahrlich rechtschaffene Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen, nach Perfektion zu streben, wie wir sie in unseren gliederfüßigen Geschwistern beobachten. Ich werde dieser Sache bereitwillig mein Leben widmen. Januar, 4 Jahre nach meinem Erwachen.
Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper übertragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Reine Seelen haben sich als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen. Januar, 6 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe die heiligen Larven, die die Auserwählten in ihren Gebärmüttern tragen, nach mir benannt. U2. Sie sollen das Ansehen meines Familiennamens tragen, ganz als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Die U2 haben nun in etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlass. Ich habe erfolgreich eine neue Spezies erschaffen. Mein Herr hat meine Bemühungen gewürdigt und mir sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an den U2 gefunden und nennt sie Novistadores, die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Heiligkeit Lord Sadler höchstpersönlich seiner Zufriedenheit mit meiner Arbeit Ausdruck verliehen hat. Welch große Ehre! Ich kann durch den Schleier meiner Freudentränen kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener Isidro Uriarte Talavera. Ah ja, gut. Ja, die Novistadores, das ist eine ungute Gegnergruppe. Weil, wie schon gesagt, die heißen die Ungesehenen. Die können sich tarnen. Holy shit. Im Original waren die ziemlich ungut, weil da waren sie nämlich tatsächlich praktisch unsichtbar. Und wenn dann das Spiel auch noch gerade sehr dunkel war. Ich höre doch schon wieder welche von den Drecksviechern. Wenn das Spiel dann auch noch sehr dunkel war, hast du die einfach wirklich nicht gesehen. Und bist einfach beinhart in sie reingelaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es schaut aus, als wären sie hier halt getarnt, aber nicht unsichtbar. Ehrlich, Ramon. Mal über den Kammerjäger nachgedacht? Und bei weitem auch schwächer. Noch wer? Okay, also man sieht sie durchaus. Wie gesagt, 2 Schüsse mit der Red 9 und sie sind Geschichte. Na okay, jetzt waren es 3. Wenn ich sie genau zwischen die Augen treffen würde. So, schauen wir mal, sicherheitshalber, ob da noch irgendwo eins von diesen ekligen Insekten herumsitzt. Ah, oh, da ist wieder ein Händler. Ui. Oh, das ist der Ballsaal, wo uns Luis eigentlich doch treffen wollte, oder? Na, ich bezweifle, dass der hier mit den Novistadores chillen wird. Oh Mann, ich liebe die Red 9. Die kann halt urgut was. Da kommt ja schon wieder einer.
Okay, also eine wirklich große Gefahr sind die jetzt meiner Meinung nach nicht, wenn sie jetzt nicht in Schwärmen auftreten. So, da können wir die Tür aufmachen. Warte mal. Ja, gut, das ist die Tür. Zurück zur großen Halle, genau. Sag ja, man sieht sie. No. Aber wenn man ihnen zu nahe kommt, wachen sie auf. Okay. Na komm her. Ja, genau das wollte ich eigentlich verhindern, dass er da runterfliegt. Ups. So, Der Thronsaal. Mhm. Hier lang? Ja, aber wie? Warte mal. Irgendwo sind hier noch Schätze auf der Ebene, ne? Müssen wir aber da rein. Außerdem waren das ja immer noch nicht alle Insekten. Grünes Kraut, sehr schön, aber die sind jetzt echt nicht schwierig. Ich meine, sie sind ekelhaft, aber nicht schwierig. So, von da sind wir runtergekommen. Da könnte man noch raufgehen, genau, aber da nach hinten bin ich noch nicht gegangen, weil da ist auch noch ein Schatz. Genau, hier nach hinten. Ah, jetzt haben sie mich hier aber in die Ecke gedrängt, die Mistviecher. Blöde ist halt wirklich, wenn man ihnen zu nahe kommt, selbst wenn man sie sehen würde, ja, dann bleiben sie halt nicht in ihrer versteckten Form, sondern wachen auf. Ein Schmuckkäfer, na, wie passend. Lol. Gut, und da ist ein Händler, aber zu dem komme ich nicht. Okay, dann muss ich da irgendwie anders hin.
So, gut. Was ist hier noch? Okay. Wie gesagt, das hätte ich mir jetzt, wenn ich das... Einer weniger. Wie gesagt, wenn die nicht so schnell aufstehen würden. Und das war es ja immer noch nicht, ne? Wo kommen die denn her? Rexfähig. Okay, heilen, heilen, heilen. Jetzt muss ich mich heilen. Ah, Mist. Dabei lief's so gut bislang. Ach, okay. Gut, so. Aber das war es natürlich immer noch nicht. Okay, die andere Treppe darauf. So, jetzt bin ich vorsichtig. Vielleicht sitzen hier ja wieder welche, die ich gleich aus der Ferne abknallen kann. Ja, da vorne ist einer. Und da rennt er gleich der Nächste. Okay, aber irgendwelche habe ich jetzt wieder übersehen. So, nein, der kam von... Er kam von unten oder oben. Okay. Gut, rotes Kraut mal wieder. Sehr nice. Aber das war es halt jetzt immer noch nicht hier, ne? So, aber wir schauen jetzt auch natürlich hier noch rein. So, das müsste jetzt aber gewesen sein. Guti! Naja, das ging ja ziemlich souverän hier, eigentlich. Habe ich alles? Ich dürfte alles haben. Gut, na dann. Geht's im nächsten Part in den Thronsaal. Nicht verpassen, wenn wir hoffentlich Ashley retten.
keep gaming.